Der Begriff Fatigue umschreibt eine Erschöpfung, Müdigkeit, einen Symptomkomplex, der aber nicht nur aus der körperlichen Erschöpfung besteht, sondern auch die geistige und die emotionale Erschöpfung umfasst. Also man fühlt sich auch geistig müde. Das äußert sich zum Beispiel in Konzentrationsstörungen. Oder die emotionale Erschöpfung äußert sich in Antriebslosigkeit. Und Fatigue ist ein Symptom, dass wir sehr, sehr häufig in der Krebstherapie sehen, bei Krebspatienten nach der Therapie, vor allem aber auch schon während der Therapie. Aber es tritt auch bei anderen chronischen Erkrankungen auf, bei neurologischen Erkrankungen beispielsweise, wie zum Beispiel einer multiplen Sklerose. Auch diese Patienten berichten sehr häufig von Fatigue.